10 Dinge, die ich über Sims 4 hasse. Erstens, der Base Game im Vergleich zu den neuesten Packs. Guckt euch diese Texturen an. Wenn ihr ein ganz normales Haus bauen wollt und dann seht ihr diese Basecamp-Sache und diese Sache aus dem traumhaften Innendesign, dann könnt ihr sie nicht kombinieren, weil die Texturen sind aus zwei verschiedenen Spielen. Zweitens, Kinder können nicht so viel zusammen machen. Es nervt so, du lädst deinen Klassenkameraden nach der Schule zu dir ein und die können einfach nicht zusammen machen, weil sie können Puppen spielen, sie können schaukeln und das war's auch schon. Und wenn du die Jahreszeit nicht hast, können sie ja nicht mehr schaukeln. Toll, ich möchte nicht die ganze Zeit Puppen spielen. Ich möchte sowas wie Eisenbahn oder so oder einfach auch zusammen was lesen, einfach zusammen Rollenspiele in dem Sinne spielen, zusammen malen. Das alles vermisse ich so in Sims 4. Drittens, diese absolut unrealistische Stinkwolke, wenn dein Hygienebedürfnis niedrig ist. Bei Screenshots ist sie so absolute Hölle, weil deine Sims dreckig sind, aber du auch gerade in der Pose bist und irgendwie jetzt nicht hochcheaten möchtest. Aber vor allem einfach nur so beim Spielen. Weißt du, dann laufen so ganz viele Sims mit so grünen Wolken und das ist doch voll unrealistisch. Und echt, das ist das doch nie so. Dass, nur wenn Leute stinken, dass sie dann so grüne Wolken um sich herum haben. Warum? Viertens, es gibt keinen Kindergarten in Sims 4. Es gibt eine Highschool und es gibt eine Grundschule, aber es gibt keinen Kindergarten. Ja, okay, es gibt sowas, das nennt sich Tagespflege, da werden die kleinen Kinder hingeschickt, wenn die Eltern gerade nicht da sind oder niemand zum Aufpassen da ist. Aber ich möchte einfach einen Kindergarten haben, der muss ja nicht ganztags gehen, der muss vielleicht von 8 bis 12 Uhr gehen. Nur so was Kleines, wo man andere Kleinkinder treffen kann, wo die ihre Fähigkeiten aufleveln können. Vielleicht, wo man auch Mods dazu machen kann, dass man mit denen dahin gehen kann. Einfach sowas wünsche ich mir. Fünftens, das Spiel-Update in Sims 4. Da können jetzt die Entwickler absolut nichts dafür, aber es nervt einfach trotzdem. Es kommt einmal im Monat ein Patch und ich liebe Patches, weil da immer so coole neue Sachen kommen. Aber es ist nervig. Es ist wirklich sehr, sehr nervig, weil dann drückt man auf Update, dann Updates, drückt es wieder ab, dann geht's doch nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Bei mir ist es zumindest so, weiß nicht, ob ich die Einzige hier bin. Und außerdem muss man auch seine Mods alle updaten. Also es ist verständlich, man spielt ja auf eigenes Risiko sozusagen mit Mods, da ist man selbst dafür verantwortlich, aber es nervt natürlich trotzdem. Sechstens, ein Thema, das ich wirklich hasse in Sims 4, und zwar Hosen. Ja, es gibt zwei Hosen vom Basecamp aus, die ich echt cool finde. Die sind halt alle so Highways und sehr skinny. Die finde ich halt cool, aber der Rest, was ist das? Warum gehen vom Sims die Arme auseinander? Guckt euch das an. Warum? Und diese Hose ist nicht viel besser. Die sind alle schrecklich. Warum? Warum sieht es so aus? Warum bewegen sie ihre Arme so komisch? Warum sind die so schlecht? Warum? Ja, okay. Ich könnte ewig darüber reden, wie schlimm ich Hosen, also nicht CC Hosen in Sims 4 finde. Ja, ich mag sie nicht, sagen wir so. Siebtens, Eliza Pancakes. Es tut mir leid, du bist bestimmt eine wunderbare Frau, wunderbares Sim Eliza, aber ich mag dich nicht. Einfach nur dieses Gesicht, wie sie dich anguckt und sie starrt dich an und sie unsympathisch einfach. Einfach nur unsympathisch. Und ich weiß, sie kann nichts dafür und ist auch nicht lustig gemeint. Ich hasse sie wirklich. Warum ist sie so? Warum? Achtens, Preteens fehlen in Sims 4. Wenn man ein Kind älter werden lässt, dann wird es direkt zum 16-jährigen Teenager. Das ist einfach so. Also man kann das natürlich als eine Art Zwischenzeit machen, dass man irgendwie in der Hälfte, nach der Hälfte der Tage, wo man Teenager ist, eben den Style nochmal wechselt in so ein älteres Teenager sozusagen. Aber einfach von der Größe her auch. Ich brauche einfach so dieses Alter von so 10 bis 13 Jahren, so in der Richtung ungefähr. Weil das sind Leute, die irgendwie noch nicht als Teenager wirklich bezeichnen würde, aber halt auch keine Kinder mehr. Und diese dieses Zeit fehlt mir in Sims einfach so sehr. Finde ich einfach schrecklich irgendwie, dass man dann direkt so von so einem 9-jährigen Kind auf so ein 16-jähriges springt. Neuntens, der Create a Sim Hintergrund. Ich habe mich darüber schon sehr oft beschwert, so ich liebe ja meinen pinken Hintergrund, aber einfach der vom Basecamp aus, dieser blaue, ich kann da nicht hingucken, der ist so hässlich, weißt, kann man da nicht wenigstens so einen schönen nehmen oder einen einfarbigen wenigstens oder vielleicht auch nicht einen einfarbigen, aber das Blau, ich liebe ja Blau, aber dieses Blau ist einfach nur hässlich, warum, warum? Zehntens, im Baumodus Säulen und Gartentüren platzieren. Jeder, der gerne baut, weiß, wie schlimm das ist, denn normalerweise kann man ja Objekte mit, wenn man Alt gedrückt hält, so richtig frei bewegen. Bei Säulen und Gartentüren geht das nicht.
Und es ist sehr nervig, weil diese Säulen halt ganz oft, wenn man so Verandas baut, halt darüber gucken, über den Rand von der Veranda. Ich will es nur so ein ganz kleines Stückchen zur Seite bewegen, aber es geht nicht. Genauso bei Gartentüren, die sind auch mal so einen ganz festen Platz, aber ich möchte sie vielleicht nicht an einem festen Platz befestigen, sondern so ein bisschen zur Seite machen. Das nervt einfach, dass es nicht geht. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann ein Patch, dass es wenigstens mit Säulen geht. Säulen wäre mal das Wichtigere, dass es wenigstens mit Säulen geht. Das finde ich echt, echt wichtig, weil... Nein, danke. Ich brauche schöne Säulen. Bitte. Das waren die 10 Dinge, die ich an Sims 4 hasse. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr oft warum gefragt. Ja, es tut mir leid. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr an Sims hasst oder ob ihr mir übereinstimmt mit dem, was ich hier aufgelistet habe. Tschüss!